Herzlich willkommen zurück hier am Konfi-Kanal zum nächsten Match um den Women's Title von Lita. Das ist korrekt. Oder auch Raw. Er hat auch einen weiteren Titel, aber ja. Sub übernehmen gerne mal. Genau. Wie kam es dazu? Ja, nachdem Lita sich im letzten Monat bei Payback den Titel wiederholen konnte, nach der ja, einmonatigen Abstinenz des Titels quasi von ihren Hüften während der Zeit, als der Titel bei Bayley war, haben wir gesagt, okay, wir könnten jetzt natürlich Bayley sofort das Rematch geben, aber ja, sie war jetzt nur einen Monat Championess, hat den Titel gleich wieder verloren, hat sich ein bisschen zurückgelehnt mit ihrem Erfolg, wir sind nicht so richtig einverstanden jetzt damit und davon begeistert von der Idee, Bayley jetzt sofort das Titelmatch wieder zu geben. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen ein Number One Contender Match. Bayley bekommt einen Spot in diesem Match, aber auch zwei weitere Damen, die uns in dem Monat eigentlich oder in den ja, Monaten vorher eigentlich ganz gut gefallen hatten. Das waren Alexa Bliss und das waren auf der anderen Seite. Jetzt brauchst du kurz deine Hilfe, Daniel. Jetzt bin ich auch gerade maximal auf dem Schlauch. Du hast sie aus dem Mix getroffen, cool. Ja, das waren die beiden Damen. Das waren Alexa Bliss und. Und ja. Dann konnte sich Becky Lynch bei dem Ganzen durchsetzen und ja, hat somit erstmal grundsätzlich hier diese Title Opportunity bekommen. Aber ja, das Ganze, es lief eigentlich sehr viel auf Respekt aus. Die beiden haben sich schon durchaus respektabel untereinander verhalten, aber natürlich, ja, oder was heißt natürlich, hier und da gab es trotzdem auch mal die Spannungen und hier und da hat es doch auch mal gekracht und es war übrigens, ja, Bayley und Alexa Bliss und Becky Lynch, ne? Also ja. Da gab es gar nicht mehr so viel, bei denen habe ich eigentlich schon mal alles aufgezählt. Wow. Und ja, ganz besonders gekracht oder geknistert, vielleicht gekracht oder nicht, aber geknistert hat es in der letzten Woche, als die beiden ein Tag Team Match bestritten haben gegen ja, zwei der drei da bis dato feststehenden Frauen des Women's Championship, Women's Survivor Series Matches von Monday Night Raw. Es gab den, ja, versehentlichen Angriff gegenüber. Es hat geknistert zwischen den beiden. Es gab einige deutliche Worte von beiden Seiten. Und man hat so ganz kurz den Anschein gehabt, brennt jetzt die Sicherung bei Bayley durch, attackiert sie jetzt hier Lita. An dieser Stelle attackiert sie diese Legende, attackiert sie die, ja, doch bisher respektabel behandelte Frau von ihr. Aber sie hat es dann gelassen, hat sich zusammengerissen, hat den Titel auf Litas Schulter niedergelegt, meinte nur, ja, pass gut drauf auf, denn ich werde ihn hier bei der Survival Series holen. Und nun ist die Frage, ob Becky sich den Titel holen kann, was ist dann ja ihre, ich glaube, es ist ihre zweite Regentschaft, ne? Müsste die zweite sein, ja. Bei 2K16 hat sie auch immer ganz kurz, ich glaube, bloß einen Monat oder so den Titel gehalten. Ja. Boah, muss man, ja, böserweise sagen, nicht wirklich der Rede wert, ihre Regentschaft damals. Aber das Ganze könnte sie ja jetzt ändern und ihre Geschichte nochmal neu schreiben. Richtig. Interessanterweise kann ich dich da korrigieren, denn Becky Lynch hat insgesamt zwar einmal nur eine Woche den Titel gehalten, aber davor dann einen Monat, das heißt insgesamt 5 Wochen den Titel. Damit jetzt quasi nicht so wenig wie dann zum Beispiel damals Charlotte mit halt, wie gesagt, nur einer Nacht. Aber ja. Lita hat hier die Chance, wenn sie hier den Titel verteidigt, wird sie die zweiterfolgreichste Women's Championess aller Zeiten, überholt dann damit Ember Moon, gerade die beiden auf Augenhöhe. Beide jeweils 2 Monate mit dem originalen Women's Championship und dann beide nochmal 2 Monate jeweils mit dem SmackDown Women's und Raw Women's Title. Von daher, Lita kann hier sich noch besser in die Geschichtsbücher jetzt einschreiben mit einer weiteren Verteidigung. Aber ich glaube, Becky Lynch mit dem ganzen Momentum wird ihn, glaube ich, mal nach langer Zeit wieder Gold drücken, die ja, aber ist mal schwer. And introducing the champion from Miami, Florida. She's the Raw Women's Champion, Lee Dirk. Dankeschön. Auf jeden Fall. Sag mal so, die Worte sind auch schon gefallen. Ich gehe auch mit Becky Lynch, weil wie gesagt, sie hat Plague's End, seien wir ehrlich, im Alleingang wie ein Bulldozer abgerissen. Und ja, sag mal so, sich durch diesen Number One Contender Match durchkämpft. Sie ist in meinen Augen gerade momentumtechnisch ganz ein anderes Level, von dem her, glaube ich, da wird Lita nur eine kleinere Hürde sein, so hart es eben klingen mag.
um nochmal auf Lita drauf zu sprechen zu kommen, wo es Koppa schon mal erwähnt hatte, Lita ja auch schon damals in 2K16 ja, Championess gewesen. Ich meine, wer erinnert sich nicht an diese grandiose Fehde mit Asuka und diese grandiosen Kämpfe? Eine Lita, die damals noch ganz anders getickt hat, die ja doch den ganzen Damen des Rosters da, ja, abgeneigt war. Die meinte ja, die ganzen Jungen, die hier und die ganzen jungen Frauen hier, die haben überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Business, die kommen hier rein und führen sich auf wie die ganz Großen und uns wird keinerlei Respekt mehr gezollt, uns älteren Generationen, wenn man das mal so umschreiben möchte. Aber das hat sich auch so ein bisschen, ja, gewandelt bei Lita. Sie hat damals mit Asuka ganz schön zu tun gehabt, hat dann auch drauf bekommen von ihr. Ja. Da scheint das so ein bisschen sie wachgerüttelt zu haben und nun steht der Respekt ja auch einer Becky Lynch gegenüber zum Beispiel da. Richtig, und um die Worte zu gehen, hat sie auch direkt überlegt, denn Becky hat sie mit Respekt behandelt. Klar, natürlich gab es die Spannungen, aber es geht auch um den Titel, aber sonst war das halt wirklich so, auf, im Gegensatz zu anderen Fäden, auf respektabler Ebene. Von dem her gibt es das durchaus und wir wissen beide, was die können. So. Ja. Ist spannend hier zu sehen, wer sich hier durchsetzen wird. Wird eine Lita den Titel wieder verlieren, nachdem sie den ja vor 2 Monaten bei Money in the Bank schon einmal gegen Bayley verloren hatte? Dann ist jetzt die nächste vor, der dann, ja, die nächste der vor Horsewomen hier ihren den Titel abnehmen. Ich glaube schon, dass Bayley das spielen könnte. Ja, ist das schon der Manhandle Slam? Manhandle Slam! Aber kein Cover. Nein. Sie denn setzt sofort den Arm auf das Arm. Wird das hier der nächste Squash? Was ist denn hier los? 2 Minuten Match von Becky Lynch? Nein. Nein. Lita kommt raus. So leicht möchte sich der Lita nicht entthronen lassen. Kämpft, kommt hier raus. Ja, beeindruckend hier. Rumpelt. Genau, wie schnell das auf einmal ging von Becky. Und wie gesagt, ich meine, Becky hat sicherlich diese Meinung und viele hier im WWE Universe, dass die letzte Regentschaft von ihr schon viel zu lange her war. Von daher, sie möchte das quasi korrigieren. War auch jetzt kurz davor, beeindruckend wirklich. Und gerade im Moment mal schauen, ob Lita ansetzen kann. Ja, bis jetzt war es natürlich jetzt dann natürlich eine sehr einseitige Phase, wo es fast hätte schon vorbei sein können. Aber Lita ist nicht Lita, wenn sie so eine Situation nicht bewältigen könnte. Oh! Und zwar mit. Wird's schon? Ja. Ah, liegt ein bisschen, die liegt gerade drauf. Da ist der Lita Salt, glaube ich, gerade ein bisschen schwer, ja, wenn sie überlegt hat. Und landet jetzt in einem. Back Suplex fast schon. Ja. Von Becky Lynch. Exploder Suplex, kassiert er nochmal das Knie. Also, da hatte Lita die Chance, hier nochmal das Blatt zu drehen, hat das Ganze aber nicht gut zu Ende gespielt. Hat ja. Und da gibt's das nächste. Aber das ist mit dem Arm ist sie dann noch runtergekommen. Das Bein. Gute Ring Awareness von der Championess. Richtig. Becky hat dazu sehr auf die Beine gehabt. Oh, und? Den Robs gewartet und der nächste Slam. Aber diesmal mit dem Cover. Nein. Nein. Was wird das schon der dritte? Was zur Hölle, Becky? Ist aber Nummer 2. Das war's. Da legst du mich fest. Im Ring mit drin. Nichts gegen dich, Lita, aber das ist eindeutig. Oh, sie zuckt die damit ab. Ja. Das war's. Das war. Was? Warte, was? Hat's der Referee nicht gesehen? Anscheinend. Lita hat ganz klar getappt. Moment mal. Was ist mit den Referees hier bei dieser Survivor Series? Hallo? Also das ist ein ganz klarer Tipp, den hat jeder in dieser Arena gesehen. Hallo? Becky Lynch kann es nicht fassen. Lita Salt auf den Rücken. Von der aufstehenden Becky. Das kann doch nicht wahr sein. What the fuck? Also ist das jetzt die Chance hier für Lita? Also wenn Lita was sie so verloren hat, zu gewinnen? Wenn sie so den Titel gewinnt? Und? So, Twist of Fate! Und jetzt, Lita Salt, wenn sie so den Titel genau verteidigt, richtig, dann wäre das extrem kontrovers! Lita Salt! So mit dem Seil! Das kann nicht euer Ernst sein! Oh, warte, und Anaconda Weiss! Anaconda Weiss? Was gegen ist das? Becky Lynch? Sie zieht an! Moment mal! Das kann nicht wahr sein. Was ist das? Muss Becky tappen? Nee. Nein. Sie lässt Becky hier raus. Was zum Teufel ist hier gerade los? Hä? Becky anscheinend auch komplett von der Rolle, weiß gar nicht, was los ist. Verständlich. Backloader. Wir alle sind hier gerade absolut ratlos. Ich bekomme Flashbacks an Rey Mysterio und Sheamus aus 2K15 hier. Ja. Was zum Teufel?
Also, dass dem Ref so ein gravierender Fehler hier unterlauft, das ist ja nun wirklich, da kann man nicht mal mehr darüber diskutieren, wie das Match jetzt hier eigentlich ausgegangen ist. Aber das Becky, war vorbei. Dass Becky gar nicht irgendwie intervient jetzt, das sagt, hey, ich habe gewonnen. Ja, sie hatte gar keine Chance, ja, irgendwas zu sagen. Ja. Lita hat sie ja direkt angegriffen. Genau. Ruckzuck erkannt, wie es aussieht, es kam keine Glocke, also macht es weiter, aber jetzt! Ja, jetzt ist Armor. Das so, ist Armor Nummer 4. Also, sie tappt schon wieder. Sie tappt schon wieder. Und der Referee, hallo? Haben wir nur ein Pinfall-Only-Match, oder? Nein. Gibt's hier irgendwas, was ich nicht weiß? Was zum... Das ist jetzt der zweite klare... Also... Sonst müssen wir gleich mal den Ref tauschen, habe ich so ein Gefühl. Lita Salt. Aber auch kein Cover? Es gibt hier keine Cover in dem Match. Weil Twist of Fate. Nein, irgendwas ist ja merkwürdig. Das macht hier noch nicht zu Ende. Was wird das, wenn es fertig ist? Also jetzt mal Realtor, ich glaube, irgendwas stimmt hier. Ja, irgendwas ist ja falsch. Was ist denn nicht in dem Match? Bert, was hast du gemacht? Es gibt irgendwie auch keine Cover. Entschuldigung, kurze technische Pause. Wir schauen mal kurz, was nicht passt. Ja. So, und da sind wir wieder und... Unterbrech das Match, Katze! Ich muss mal ernsthaft mal rauskommen. Was zum Fick soll diese Scheiße, goddammit? Ich komm zu drin gestürmt, neben dem Ref, packen sie ein bisschen am Kragen. Was ist falsch mit dir? Sie hat getappt, das hast du ganz genau gesehen. Sub, ich glaube, wir können da nur eine Sache machen, oder? Das Match ist endlich vorbei. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Referee los ist. Also, die Referee-Leistung, die komplette Survivor Series ist einfach nur richtig beschissen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, was unser absoluter Götter-CEO hier für Leute angeschaffen hat bei diesem Pay-Per-View. Aber langsam muss ich sagen, habe ich die Faxen dicke. Picks kotzen. Ich meine, Daniel, wir können doch sowieso machen, was wir wollen. Es ist unser Brand. Ich meine, was scheiß auf Bernie. Wir können sogar sowieso über Bernie reden, wie wir wollen. Es tut sich doch sowieso nichts. Bernie, du bist ein riesiger Idiot. Ja, ich meine, was erwartest du? Er meldet sich ja nicht mehr, er kennt's ein. Weil er ist ein Idiot, er stellt idiotisches Personal ein. Ja, wir können hier einfach machen, was wir wollen. Weil uns sowieso keiner dazwischen funken kann. Ja, was erwartest du? Der holt sich doch eh wahrscheinlich irgendeinen vom Strich. Sag, nimm den mal, du hast doch eh wahrscheinlich gesoffen. Der ist doch wahrscheinlich perfekt genug. Das ist so ein Ergebnis davon. Von dem her, lass uns das Match callen, das ist vorbei. Wir wissen, was... Ich würde sagen... Nein, Lita... Respektable Frau, du hast eine großartige Karriere hinter dir, du bist eine Legende, aber ich glaube, du siehst es auch ein, du hast sie bereits in diesem Match zweimal getappt, wir können es nicht anders machen, wir erklären hiermit Becky Lynch zur Siegerin dieses Matches und zur neuen Raw Women's Championess. Man sieht, wie Lita noch so ein bisschen hadert, sagt er dann so, na, ich verstehe die Entscheidung, reicht's Becky Lynch rüber, sie nimmt sich den Titel. Becky sagt auch nur so, na, ich hätte nicht erwartet, dass das so abläuft. Das war zwar nicht unbedingt so, wie ich das wollte, aber ja, ich nehme das auf jeden Fall an, heb den Titel hoch und damit verlasse ich den Raum und sag nur, ich hab genug von dir, das Scheiße, goddammit. Mit diesen Worten. Würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, Becky Lynch. Ist das Ganze vorbei, Kuppa? Ich weiß auch jetzt nicht, was wir sagen sollen oder wie wir darauf reagieren sollen. Ich würde einfach mal sagen, wir breiten den Mantel des Schweigens über die Ereignisse aus diesem Match und gehen zu unserem nächsten Titelmatch und das wird wieder Part von SmackDown. Und zwar geht es um den United Kingdom Championship Riddle gegen Walter. Da freue ich mich drauf. Oh ja, ich auch. Das wird hoffentlich sehr viel besser als das, was wir gerade eben gesehen haben. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Und ciao.